Oh, das ist Wahnsinn, wie spät man manchmal dran ist, ne? Und es ist dann auch noch ganz schön warm hier drinnen, ne? Yeah. Wiese. So, Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute leider ein bisschen später dran als geplant. Aber ihr wisst es ja mittlerweile schon, wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Reise tut, der muss viel Geduld mitbringen. So, wir warten jetzt einen Augenblick, bis alle da sind. Ich möchte euch bitten, das live zu teilen. Sehr gerne bitte jetzt alle mal fleißig teilen, so oft wie möglich, mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Teilen, 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 Freunde. Danke für die Geschenke und im Anschluss dann bitte liken. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Super, Freunde, super. Danke fürs Teilen. Bitte weiter teilen. Teilt den Stream bitte mit Freunden und Bekannten, damit wir ja loslegen können. Wir sind leider, leider, leider ziemlich spät dran heute. Erst war es für 10 Uhr geplant, dann für 11 Uhr. Aber ihr kennt es ja, es kommt immer anders, als man denkt. Und dann hatten wir auch noch ein Problem, hier reinzukommen. Den Eingang zu finden war auch nicht gerade leicht. Aber leicht hat man es, ne? So, Leute, guten Morgen und herzlich willkommen. Das nächste Lost Place. Wir sind in einer verlassenen Fabrik. Hier wurde damals mal Wäsche gewaschen. Und jetzt wird hier nicht mehr gewaschen. Das Einzige, was hier noch gewaschen wird, sind meine Füße. Und das war es dann aber auch, ne? Aber auch nur, wenn wir ein Waschbecken finden. Ja, Leute, hier ist der liebe Nick. Urbex Nick ist auch da. Und wir würden mal loslegen, ne? Wir zeigen euch jetzt auch das Bürogebäude da auf der anderen Seite. Da gehen wir jetzt mal langsam hin. Dann möchte ich euch noch mitteilen, es kann immer mal passieren, dass der Empfang etwas schlecht wird. Ne? Also das ist halt, wir sind nicht mitten in der Fußgängerzone. Es kann also immer mal so ein bisschen, ja, das Bild kurz hängen bleiben. Das sollte aber immer nur so ein paar Sekunden dauern. Dann geht's weiter. Einfach dranbleiben und abwarten. Wir können es leider nicht ändern, dass es manchmal so ein paar Empfangsprobleme gibt. Ja, heute ja, gestern nicht, heute ja. Heute habe ich wieder meine Jesuslatschen an. Hier ist das überhaupt gar kein Problem, Freunde, weil ich die Location natürlich kenne und mich vorab immer informiere. Und gestern ging es natürlich nicht. Wir waren ja gestern, ich weiß gar nicht mehr, wir waren in einem Bunker und ja, in dem Krankenhaus. Da ging das nicht, Freunde. Da musste man festes Schuhwerk anziehen. Aber heute ist alles wieder möglich und das machen wir dann auch. Ja, ich denke mal, hier in dieser riesigen Halle wurde damals die Wäsche gewaschen. Ne? Könnte man meinen, dass hier die ganzen Waschmaschinen waren. Hier wurde Wäsche gewaschen für Krankenhäuser in NRW. Ja, ich denke mal, hier waren überall diese Waschmaschinenanschlüsse und all der ganze Kram. So. Nochmal an alle schönen guten Morgen. Wir sind auf Lost Place Tour in Nordrhein-Westfalen. Leute, wir zeigen euch übrigens gleich zum Schluss noch was. So, hier war damals, glaube ich, die Eingangsabteilung, wo die Wäsche reingekommen ist. Aber Leute, wir zeigen euch gleich noch was ganz anderes. Und zwar das da hinten. Seht ihr das? Da steht ein Wohnwagen. Da. Den zeigen wir euch gleich auch. Der ist auf. Das tun wir hier erstmal ein bisschen lüften. Hier drinnen stinkt's. Ist auch kaum zu glauben. Hier sind die Fenster noch heile, Leute. Seht ihr das? Hier sind die Fenster noch heile. Es geschehen tatsächlich noch Zeichen und Wunder. Also ich gehe mal davon aus, Leute, dass hier der Eingang war, wo die LKWs die Schmutzwäsche von den Krankenhäusern angeliefert haben. Ja, und im Anschluss dann auf der anderen Seite vermute ich mal die saubere Wäsche dann ja abgeholt und in die Krankenhäuser eben zurückgebracht haben. Nee, das steht noch nicht lange leer, Susi. Ich weiß nicht genau, wie lange, aber das ist noch nicht allzu lange. Vandalismus gibt es hier leider trotzdem. Da hinten seht ihr das ja schon. Da haben sie die Wand weggekloppt. Und hier haben sie auch schon Feuer gelegt im Keller. Aber den Keller können wir euch eh nicht zeigen. Da unten ist leider überhaupt kein Empfang. Da müssten wir erstmal einen Hotspot verlegen. Und das lohnt sich nicht. Ich drehe ein Video. So, ihr seht das ja hier. Boah, was ist denn hier passiert? Hier ist ja die ganze Decke weg. Alter, ey, Nick!
Hier ist die Decke runtergekommen. Guck mal. Alter. Ey, hier ist die ganze Decke runtergefallen. Ey, was ist denn hier passiert? Leute, seht ihr das hier? Ich glaube, die haben diese alte Fabrik hier schon mal abgestützt mit so Balken. Ja, vielleicht, hör mal ehrlich, vielleicht ist die deswegen geschlossen worden, Nick. Hier ist die ganze Decke runtergefallen, guck mal. Alter, das darf doch alles nicht wahr sein. Wo ist die? Das da. Ich krieg einen Föhn. Ja, vielleicht haben die deswegen geschlossen. Wir gehen mal außen rum, Leute, weil ich möchte da ungerne jetzt da unter dieser kaputten... Hast du das gesehen, Nick? Alter, guck dir das mal an. Hier, die ganze Decke ist runtergefallen. Ey, alter Falter. Ja, guckt, seht ihr das, Leute? Da, das wird abgestützt hier. Ey, vielleicht haben die das deswegen geschlossen, weil die Decke kaputt war. Weißt du, guck mal, das ist abgestützt mit Balken. Lass mal gucken, komm. Aber nur kurz. Komm, gehen wir hier mal rein. Alter. Ach, du, guck dir das mal an. Hey, so, guck mal, siehst du das hier? Das ist total schief. Siehst du, die ganze Decke ist schief. Alter. Leute, seht ihr das hier? Da ist alles runtergekommen, trotz dieser Stützdinger. Und hier haben sie die ganze Decke abgestürzt. Alter, meinst du, deswegen ist das vielleicht geschlossen worden? Alter Schwede, ich krieg einen Bandwurm, ey. Boah, lass dich. Stell dir mal vor, Alter, du sitzt da auf dem Stuhl und auf einmal kommt das Ding von oben runter, ey. Alter, Wahnsinn, die haben das hier abgestürzt. Das heißt, dieser Teil hier, nicht der da hinten, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Da sind da die gelben Dinger, das sind Stahlträger. Das kann ich mir da nicht vorstellen. Aber hier, aber weißt du, was ich nicht verstehe? Guck mal hier. Na, wie ist die Decke da runtergekommen? Hier sind da auch diese Stahlträger. Siehst du die? Ja, ja. Wie kann sowas passieren? Boah, komm, wir gehen mal lieber hier raus aus dem Ding, weil das zischt und knischt unter uns. Ja, ja. Aber lass erst mal gucken, was hier noch Schönes ist. Na, guck mal, ey, hier kannst du auch rausgehen. Ja, ich habe keine Ahnung, ey. Was ist hier noch? Ja, was haben die denn hier gemacht, Alter? Guck mal. Die haben einen Schlauch aus dem Klo rausgerissen und haben den angezapft. Ja. Mit diesem Rohr hier. Vorratslager. Okay. Was gab es denn hier Schönes? Scheiße, habe ich eigentlich meine Taschenlampe mitgenommen? Jetzt muss ich mal eben gucken. Hast du Licht dabei für den Notfall? Warte mal. Da, ich habe sie dabei. Ah, da ist kaum zu glauben. Ich habe doch dran gedacht. Guten Morgen, ihr Lieben. Wenn euch dieses Live gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es ein bisschen teilen würdet. Teilen, teilen, teilen und liken. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Hier war damals so ein kleines Vorratslager. Nur die Decke, Leute. Die Decke hier, die ist nicht mehr so, wie sie sein sollte. Was steht denn hier? Kannst du dich da mal draufstellen? Vorne, ganz oben, auch diese Buchstaben. Genau. Ha, Buchstaben verdecken. Dann kann man das nämlich einmal zeigen. Datum, Gewicht, Programm, Maschine, Stückzahl, Wagennummer. Das ist ja auch der Hammer, ne? Ja. So. Ja, guck mal hier. Ha, Fahrstuhltür ist auf, der Fahrstuhl ist weg. Was macht ein Insektenstich? Ja, Leute, der Fahrstuhl ist weg. Haben die den Fahrstuhl geklaut? Oder ja, oben ist nichts, da ist keine Etage mehr. Oder der Fahrstuhl ist da unten und da liegt der ganze Unrat drauf. Ach so, ja, ist auch so. Ja. Der Insektenstich, ha, den sieht man noch, ne? Leute, ich drehe mal einmal kurz die Kamera um. Ich weiß nicht, ob ihr den noch sehen könnt. Hier ist alles dick. Hier ist so alles angeschwollen hier. Also Leute, es kann tatsächlich sein, dass wir heute Abend keine paranormale Untersuchung machen, weil ich reagiere extrem allergisch auf Mückenstiche. Und mein Arzt hat mir gesagt, ich soll auf jeden Fall... Michael, Lost Place Hunter, guten Morgen. Ich soll auf jeden Fall keine... Sachen machen, wo tausende Mücken sind. Es kann also tatsächlich passieren, dass wir dann heute Abend um 20 Uhr die PU nicht machen. Der Arzt hat auf jeden Fall davon abgeraten. Wir machen aber heute Abend noch ein Lost Place, Freunde.
Heute Abend gibt es noch ein verlassenes Schwimmbad. Da fahren wir heute Abend noch hin. Ihr müsst uns natürlich die Daumen drücken, dass wir reinkommen. Das ist halt immer so die Frage aller Fragen. Denn hier hatten wir echt auch Probleme reinzukommen. Die haben ja wieder alles zugemacht, Leute. Wir hatten echt einige Schwierigkeiten. Aber, ne, dann haben wir es doch noch geschafft. Wann heute Abend? Das kann ich euch noch nicht sagen. Aber rechnet mal zwischen 18 und 19 Uhr. Weil wir treffen uns heute Abend noch mit jemandem, der muss bis 17 Uhr arbeiten. Und erst danach gehen wir dann in das Schwimmbad, dann ist er auch dabei. Ja, im Schwimmbad geht übrigens dann auch, wenn ich fertig bin, der liebe Urbex Nick live. Ich sage euch dann genau die Uhrzeit und er zeigt euch dann den Rest des Schwimmbads. Ne? So ungefähr, genau. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Was ist denn hier passiert? Die können es nicht sein lassen, ne? Ich weiß nicht, warum die immer wieder alles kaputt machen müssen, ne? Ach, wie heißt die Taschenlampe? Ey, frag mich da später nochmal. Keine Ahnung. Olight, Olix, keine Ahnung, Leute. Ich kann es nicht sagen. Ich achte auf sowas nicht. Ne? Hauptsache, sie funktioniert und ist hell. Ja, aus Langeweile, das sehe ich genauso. Die haben alle eine andere Waffel. Die haben einfach, ja, nichts im Kopf, Leute. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber genauso sehe ich das halt nun mal. Dieses Foto hier hatte ich auch mal zu Hause, da die von den Arbeitern, die in der City of New York auf so einem Ding oben sitzen. Kennst du das? Da gibt es mehrere Bilder von den Arbeitern in New York, die so einen Wolkenkratzer bauen und einfach mal oben auf dem Stahlträger sitzen. Ne? Ja. Ja. Alter, hier ist es aber ganz schön dunkel hier drin. Ne? Siehst du das, wie dunkel das hier ist? Hey, sag mal, kann das sein, dass das zuzieht? Kriegen wir Regen? Also eigentlich haben die für heute, doch, die haben Regen angesagt für heute Nachmittag, doch, doch. Ja, ja, haben sie. Hier an den Fenstern, boah, fass mal das Fenster an, Alter. Fass mal an. Merkst du das, da kannst du ein Ei drauf braten, Alter. Ey, was ist das denn? Ist da eine eingebaute Heizung drin in der Scheibe oder was? Dass die Sonne alles aufgeheizt. Jetzt weiß ich auch, warum das hier drin so warm ist, Alter. Einmal ehrlich, ne? Kannst du mal wieder ein Ei drauf braten hier, so. Ich sag ja, die Sonne, die richtet nur Schaden an. Tür nach Pause wieder schließen. Bitte Tür geschlossen halten. Ja, ja, die Tür ist aber leider kaputt. Naja, die haben sich so. Aber gebracht hat es nichts, ne? Haben sie eine Scheibe zertrümmert, ne? Ja, aber du kannst hier dann durch die Treppe kannst du schon reinklettern. Du musst halt nur immer aufpassen hier, ne? Dass du dich nicht an den Dingern so ein bisschen schneidest, ne? Das wäre natürlich dann auch nicht so lustig. Ja, Leute, wollt ihr das Bürogebäude sehen? Wollen wir euch mal das Bürogebäude zeigen? Wer das Bürogebäude sehen möchte, schreibt mal eine 1 rein. Wer es nicht sehen möchte, eine 2. Mal schauen, ob die Leute das auch sehen möchten, ne? Dann, wenn die nämlich jetzt alle schreiben, nein, haben wir das Treppensteigen gespart. Ne? Aber das war klar, dass die das alle wieder wollen. Irgendwie war das klar. Die wollen, dass ich schon wieder Treppen laufe, ne? Und du auch. Ja. Na gut, dann gehen wir mal ins Büro. Beschweren wir uns mal beim Chef, dass die Klimaanlage ausgefallen ist. Ja. Hier waren bestimmt diese, wo die Mitarbeiter ihre Sachen aufbewahrt haben. Ne? Und weißt du was, das kennst, das ist da das Ding hier, weißt du, wo die Mitarbeiter, die haben doch heute alle solche Karten, weißt du? Ne, das ist bestimmt, da halten die das da dran, um zu bestätigen, ich bin zur Arbeit gekommen. Wenn die rausgehen, müssen die das wieder irgendwie durchschieben und damit bestätigen, ich habe das Haus verlassen oder ja, sowas. Genau, ne? Das da. Ja, da ist ein Sensor, so wie bei der Fahrkarte da. Ja, so, da hältst du dran, dann piepst es bestimmt ja. Und bestätigst dann, ich bin angekommen in der Arbeit. Ne? Ja, genau. Ja, haben wir das schon gemacht?
Nee, also bestätigen wir jetzt auch mal. Piep, piep, wir sind da. Wir sind auf Lost Place Tour. Wir wollen ja schließlich dafür auch bezahlt werden. Ne? Eine Lohnerhöhung, genau so ist es. So Leute, ich vermute mal hier. Hier, wir Idioten, ne? Wir klettern mal wieder durch irgendwelche Luken und hier steht die Tür auf. Wenn sie aufsteht. Warte mal kurz. Aber hier haben die wieder was dran gehängt. Guck mal. Ja, siehst du das? Stimmt, ja. Ja. Die lassen sich aber auch wirklich immer was Neues einfallen. Ne? Aber warte mal. Da steht so ein komisches Security-Auto. Guck mal da. Wir warten mal eben, ob der hier mit dem Ding was zu tun hat oder ob der weiterfährt. Ja, warte mal, bis er aber ich glaube ich eher, dass da ist eine Ampel. Nee, der steht an der Ampel. Nee, der fährt weiter. Alles klar, komm. Ja. Ja, oh Weihnachtsbaum, oh Weihnachtsbaum, wo bist du bloß hingehauen? Ich musste in der Ecke stehen. So, hier war damals der Pförtner, Leute. Hier haben sie auch schon wieder die ganze Decke kaputt gemacht. Ja, hier war der Pförtner, ne? Das heißt, wenn du reingekommen bist in die Tür, hat der Pförtner hier das Ding aufgemacht, so, ne? Ja, was kann ich denn so für Sie tun? Ja, du sollst meine Wäsche waschen. Ja, okay, dann legen Sie die da unten mal hin und dann legen Sie da direkt mal die Kohle hin, die ich brauche, ne? Dann hat er die Tür wieder zugemacht hier, so, ne? Und dann war das auch schon wieder vom Tisch, das Thema, ne? Das ist auch mal lustig hier, ne? Eine Lampe im Schrank, ne? Guck mal. Dann haben wir hier mal wieder Daten. Ne? Datenschutzfehlanzeige. Hier steht die ganze Adresse drauf, samt, das finde ich mal wieder lustig. Ne? Hier, guck dir das mal an. Hier, ein GLS-Paket. Kaum zu glauben. Ne? Da fällt einem nichts mehr zu ein. Ne? Was ist hier? Hast du hier mal reingeguckt? Jo, hier war der Raum mit den Elektroschrank. Haben sie die ganzen Kabel geklaut. Guck mal. Ja, danke für das Kompliment. Ich versuche euch natürlich so gut wie möglich zu sagen, was hier genau hergestellt wurde. Ich bin natürlich nicht allwissend, alles kann ich auch nicht wissen, aber ich versuche mich immer vorab über die Location so ein bisschen zu informieren. Ja, und ich war auch, es ist schon lange her, da war ich schon mal hier mit dem Michael von der Lost Place Hunter Crew. Ich muss aber leider sagen, seitdem wir das letzte Mal hier waren, hat der Vandalismus hier im Gebäude sehr, sehr stark zugenommen. Hier war damals die Geschäftsführung. Der liebe Nick ist natürlich heute zum ersten Mal hier. Der kriegt natürlich die besten Locations in NRW zu sehen, das ist ja ganz klar. Deshalb ist er ja extra über 400 Kilometer nach Nordrhein-Westfalen gekommen und ist jetzt bis Ende nächster Woche bei mir zu Gast. Ey, hier oben ist es richtig kühl. Das muss man auch nicht verstehen. Seit wann ist es unterm Dach kühl und unten warm? Verstehe ich nicht. Ja, ehrlich hier, als wenn hier eine Klimaanlage an ist. Ehrlich, hier ist irgendwie ein kühles Lüftchen. So Leute, da ist die Halle da unten, da waren wir gerade drin. Das ist diese große Halle, die wir euch gerade gezeigt haben. Komm mal hier hin. Hier ist es richtig kühl, als wenn eine Klimaanlage an wäre. Merkst du das? Das ist der Hammer. Sollen wir mal aufs Dach gehen? Nee, scheiße, da werden wir gesehen. Ja, von der Straße da hinten, da sind Bauarbeiter. Nee, dann lassen wir das lieber. Leute, wir zeigen euch das Dach aber einmal von hier. So. Nee, lieber nicht, da hinten steht ein Bagger. Ja, das muss nicht sein. Dort lassen wir dann mal. Wir machen mal weiter. NRW ist... Ja, das ist... aber ihr seht es, Leute, seit meinem letzten Besuch, da war ich mit dem lieben Michael hier, der Michael von der Lost Place Hunter Crew. Ich hoffe ja, dass ich mit ihm bald mal wieder unterwegs bin. Ich vermisse den Mann schon sehr. Ne? Ich habe irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der liebe Michael aussieht. So viele Jahre und Monate habe ich den schon wieder nicht mehr gesehen. Ne, was steht denn hier noch rum? Ist das ein Anrufbeantworter? Ja, ne? Das ist ein Anrufbeantworter. Ja, ja. Jo, Alter. Oder? Doch. Das sieht aus wie ein Anrufbeantworter. Mhm. Jo.
Guten Tag, hier ist der automatische Anrufbeantworter von dem verrückten Hubi und dem Urbex-Nick. Wir sind zurzeit nicht erreichbar, weil wir auf Lost Place Tour sind. Rufen Sie in 2 Wochen nochmal an, dann dürften wir zurück sein. Mit freundlichen Grüßen und auch Wiedersehen. Tschüss! Guck mal, wie bekloppt die sind, ne? Hier machen sie das Fenster zu, dass du es nicht aufkriegst. Und da brauchst du nur an die Klinke drehen und das Fenster ist auf. Das muss man nicht verstehen, sowas, ne? Kommen meine Nachrichten nicht durch? Doch, aber ich lese die nicht die ganze Zeit, weil wir natürlich auch beim Laufen so ein bisschen auf unsere Umgebung achten müssen. Leute, weil das ist nicht immer leicht. Ne? Wir sind auf Lost Place Tour. Sitzungszimmer war hier. Boah, nee. Geh mal da rein, Alter. Da kriegst du einen Schlag. Da drinnen ist es bestimmt gefühlt 60 Grad. Ey. Aber dafür ist es hier komischerweise im Flur. Ist das hier richtig kühl, ne? Schmutziges Geschirr. Moment mal eben. So, Leute, Live-Anfragen nehme ich keine an. Schmutziges, mein Gott, nee, ich habe es doch gerade schon mal gesagt. So, schmutziges Geschirr, Besteck und so weiter, bitte in die Spülmaschine räumen. Ja, ich werde es machen, aber wo ist die Spülmaschine? Ja, also Nick, die schreiben... Ich habe schon wieder Staub im Hals. Wir sollen das Geschirr in die Spülmaschine räumen, aber wo ist die Spülmaschine? Aha. Ja, wo? Geklaut. Ja, nur für Besucher. Ja, ich bin doch ein Besucher. Aber was meinen die mit nur für Besucher? Hier ist doch nichts. Jetzt dachte ich, die stellen uns hier mal irgendwie eine leckere Pizza hin oder ein paar Cheeseburger von Mc's oder sowas. Ne? Liebe Kolleginnen, was steht hier? Guck mal. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte Kaffeemaschine und Wasserkocher nicht mehr gleichzeitig anschalten. Brandgefahr. Aha. Bitte alle Maschinen nach Gebrauch ausstellen und Kaffee bzw. Tee in die Thermoskannen umfüllen. Also die Leute haben lieber hier getrunken, war als gearbeitet. Ja, das ist natürlich wieder was Neues. Was steht hier jetzt schon wieder? Hinweis. Gemäß den Richtlinien vom Verband der Schadensversicherer dürfen Elektro-Warmgeräte wie zum Beispiel Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Kochplatten etc. nur auf nicht brennbaren Unterlagen betrieben werden. Nicht beaufsichtigte Geräte sind nach Gebrauch durch Ziehen des Gerätesteckers vom Netz zu trennen. Aha, vom Netz. Also jetzt weißt du Bescheid. Naja. Jetzt zieh sofort die Kaffeemaschine raus. Zieh die Kaffeemaschine aus der Steckdose. Alter Schwede, ey. Da gehst du mal in die Küche, willst einen Kaffee trinken und dann musst du erstmal den Netzstecker ziehen. Das gibt es doch alles nicht, sag mal. Nee? Hast du wieder Hunger? Ja, wir gehen nachher zum Mc's, Freunde. Wir waren auch gestern bei Mc's, ganz klar. Wir mussten ja zum Mc's, es ist ja nichts gefahren, also haben wir uns die Zeit vertrieben mit dem Essen, bis wir endlich was fuhren. Ne? Ja. Neuer Weltrekord, 10 Stunden unterwegs für eine Fahrt, die normal 2 Stunden braucht, ne? Neuer Weltrekord. Deutsche Bahn. Blöd aus Leidenschaft. Och ja, was hier so ein kleines süßes Räumchen. Da haben sich mal wieder ein paar, weiß ich nicht was, rumgetrieben, Leute. Guckt euch das mal an hier. Ist schon, da haben sie sich eine Bank gebaut hier, die Alkis. Hör mal, guck mal hier. Da stehen die Wodka-Pullen rum, ne? Ich sag ja, das waren bestimmt die Kabeldiebe. Trinken sich erstmal einen an und dann machen sie alles kaputt. Oh ja. Na? Alter Schwede, du, guckt euch das mal an. Ja, das ist schon, ich weiß nicht warum. Ja, das Fenster kannst du gar nicht mehr zumachen, da haben sie den Knopf eingedrückt. Ja, weil ich finde das einfach scheiße. Die Gebäude gehen durch so eine Scheiße kaputt. Die Fenster stehen sperrangelweit offen, es regnet an allen Stellen rein. Ja. Ne, deshalb verfällt das auch alles so schnell, weißt du? Ja, ja. Guckt euch das mal an, Leute. Die Kabeldiebe hier, die haben wieder mal ganze Arbeit geleistet. Wo seid ihr heute? Wir sind in einer verlassenen Wäscherei. Hier wurde damals Wäsche gewaschen für Krankenhäuser. Schon heftig, wie man es... Ja, die haben... Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Die haben einfach nichts im Kopf. Also, anders kann ich mir das einfach nicht erklären. Zumindest aber sind die Fenster heile. Das ist echt ein Wunder, ne? Die Fenster sind heile. Ach, guck mal.
Das Ding, das war doch bei meinem letzten Besuch vor vielen Monaten, als ich mit dem Michael hier war. Da war das Ding in dem Raum, wo wir gerade waren, da hinter der Küche. Ja. Wie kommt das denn jetzt hier hin? Hat Beine gekriegt. Ja. Die Dinger haben Beine gekriegt und sind hier hingegangen. Guck mal hier. So, guck mal hier. Schraubenzieher. Typische Utensilien für unsere Kabeldiebe. Ne? Das ganze Verbrecher. Punkt. Ne? Oh, ja. Hier, siehst du, schlagen die Wände ein, um an die Kabel zu kommen, weißt du? Mhm. Ist nicht mehr normal. Jetzt haben sie da aber auch schon die Fenster eingeschlagen. Ne? Das Ding, das war immer zu. Ja, ist offen. Siehst du, da ist das eine Fenster ist auf. Mhm. Und die Tür scheint auch auf zu sein. Die haben unten das Ding aufgebrochen. Ja, stimmt. Das ist auch lustig. Da hängt ein riesiges Schild. Achtung, Videoüberwachung. Ja. Ich glaube, die geht hier schon lange nicht mehr. Sonst würde das hier nicht so aussehen. Ja. Wo seid ihr? Wir sind in einer verlassenen Wäscherei in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Das kennt ihr ja schon. Urbex-Kodex. Orte bleiben geheim. Mhm. Wir sind irgendwo in NRW in einer verlassenen Wäscherei. Ja, hier waren wir doch gerade, ne? Ja. Wo ist eigentlich, hier war mal so ein Raum mit so einer richtig schönen Decke. Mal gucken, ob die noch da ist oder ob sie die auch schon geklaut haben. Warte mal, ne, hier ist sie. Aber die Lampen sind weg. Die Decke ist noch da, aber die Lampen haben sie wieder mal geklaut. Ja, weil als wir das letzte Mal hier waren, war der Raum noch in Ordnung. Da waren auch die Lampen noch da. Gibt es heute eine PU? Leute, das steht leider noch nicht fest. Ne? Wenn, dann machen wir die um 20 Uhr. Wenn nicht, dann erst im Herbst. Mein Hausarzt hat mir tatsächlich davon abgeraten, die PU zu machen, weil ich gestern ja gestochen wurde und ich reagiere da sehr allergisch drauf. Ich habe eine Beule am Kopf seit dem Stich durch die Mücke. Boah, ist da noch eine Tür? Dann brauchen wir nicht durch den Dreck hier stiefeln. Warte mal. Nee, wir müssen da drüber. Da ist keine weitere Tür. Wir müssen hier über den Unrat klettern. Irgendwo im Nirgendwo. Aber die haben die ganze Deckenverkleidung geklaut, ey. Das darf doch alles nicht wahr sein, ey. Ja, geh bitte nicht so nah ans Fenster. Du bist direkt von draußen ansehbar. Wenn die Bullen da vorbeifahren, sehen die dich. Bleib am besten auf der linken Seite. Mücke. Ja, ich weiß es nicht, Michael. Das macht mich bekloppt. Hier war mal eine Klimaanlage drin, ne? Haben sie auch kaputt gemacht. Ach, alter Schwede, das ist doch alles nicht mehr normal, ey. Boah, guck dir das mal an hier. Alles kaputt gemacht, ne? Alter, guckt euch das mal an hier. Konrad Elektronik. Guck mal hier, Konrad. Ja. Hatten wir mal bei uns in der Stadt, hatten wir mal so einen Laden. Den haben sie zugemacht letztes Jahr. Ist doch alles pleite gegangen. Ist doch nichts mehr Neues. Boah, Alter, was haben die hier angerichtet, ey? Ist echt nicht mehr normal sowas, ey. Alles kaputt. Aber in dem Raum waren wir eben schon. Da steht der Anrufbeantworter. Ja, genau. Ah. Das ist echt der Wahnsinn, was die anrichten, ne? Das ist schon so echt nicht mehr normal, so was, ey. So viel zerstochen kann. Ja. Ja. Oh, hier ist auch die Decke weg, guck mal. Ein Teil der Decke. Ja, die reißen dann weg, um an die Gabel und an die Abwasser- und Frischleitungsrohre zu kommen, weißt du? Alter, komm mal her. Kannst du mal einmal hier halten, die Tür? Boah, hier stinkt's. Boah, nee, komm, raus. Boah, Wahnsinn. Warte mal, sag mal leise. Ich habe Stimmen gehört. Augenblick mal. Ich habe unten was gehört. Komm mal mit. Leute, wir haben unten was gehört. Augenblick mal kurz. Einmal einen Blick runter in die Halle. Kann ja nicht schaden, ne? Boah, hier in dem Raum ist es wenigstens schön kühl. Gucken wir ein bisschen, was kannst du sehen da. Guck mal, siehst du da irgendeinen rumlatschen unten in der Halle? Ich habe nämlich da echt gerade was gehört.
Alter Schwede. Ja, wir haben ja nur einen Eingang, ne? Und der ist da hinten. Bestimmt, ja. Ja, und den kann man doch schon von hier sehen. Nee, also Mäuse und sowas gibt es hier, haben wir zumindest noch nicht gesehen. Wir schließen sowas natürlich nicht aus, aber hier liegen keine Lebensmittelreste rum, die die anziehen. Aber ich habe unten gerade was gehört, Leute. Stimmt gehört? Ja, zwei. Naja, die Bullen sind es nicht. Ja, die kommen nicht rein. Zu zweit gehen die in keine Location. Die rufen höchstens von draußen mal rein, aber das ist auch alles. Aber am Eingang selber ist keiner. Den kann ich von hier sehen. Doch, da. Da ist der Eingang, da wo wir reingekommen sind, da. Ja, stimmt. Den sehe ich von hier. Ja, stimmt. Aber ich habe unten gerade was gehört. Komm, wir latschen mal runter. Wo ist dein Pfefferspray? Hast du das dabei? Mhm, hab ich ja. Ja, ich hab's auch, dann komm. Das sind vielleicht, wenn es Lost Placer sind, ist es ja nicht schlecht. Mal ein bisschen quatschen und uns austauschen. Natürlich erst nach dem Live, damit das nicht jeder mitkriegt mit den Locations. Ne? Aber wenn das Krawallmacher sind, dann gibt es hier ganz schnell Rambazamba. Und da musst du echt auf der Hut sein hier. Ne? Lass uns jetzt mal ganz leise runtergehen. Das heißt Polizist? Nee, das heißt Bulle. So. Bulette, genau. Ich gehe mal eine Bulette essen. So, jetzt mal einmal ganz ruhig. Die Stimmen sind von da gekommen. Lass uns mal hier lang gehen. Leise. Also Leute, wir haben hier eben echt zwei Stimmen gehört. Es kann aber sein, dass die jetzt im Keller sind, ne? Weil die sind hier. Ich habe die hier gehört, in der Halle. Ja, das Problem ist, ich kann nicht runter. Ich habe unten keinen Empfang. Aber wenn die jetzt hier drin sind, sind die im Keller. Weil oben können die ja nicht sein. Da waren wir ja gerade. Da geht man erstmal nicht runter. Die werden sich ja nicht ewig in der Backküche drunter. Ja. Die werden sich nicht ewig drüben aufhalten. Naja. Da, hast du gehört? Bleib hier, nicht alleine runtergehen. Geht doch da weg. Nee, das machen wir nicht. Wir haben keine Angst, Leute. Wir wollen nur wissen, wer das ist. Ja. Wenn es Urbexer sind, kein Problem. Wenn es Randalemacher sind, dann ist es ein Problem. Mhm. Naja, wir machen erstmal weiter, weil wenn die rauskommen, müssen die ja da wieder raus.
Aber hier, was war eigentlich jetzt hier drin, ey? Auch bestimmt so eine Art gehört mal, ne? Hast du wieder was gehört? Nee, das müsstest du sehen, wenn von da was ist, das siehst du. Ja, ich glaube, hier war auch so eine Art Pförtner oder sowas, ne? Einer geht runter. Nein, niemals. Also, wir bleiben immer zusammen, Leute. Es ist ganz klarer Kodex. Wenn da unten vier Leute sind und du gehst da runter, dann hast du keine Chance, wenn das Kabeldiebe sind. Man muss immer zusammenbleiben und grundsätzlich immer was dabei haben, damit man sich zur Not auch wehren kann. Alter, das ist aber auch, ne? Das ist jetzt keine riesige Fabrik, Leute, ne? Aber Meisterbüro, ja, das kann auch sein. Viele Graffitis übrigens gibt es hier nicht. Boah, aber die ganze Decke, Leute, guckt euch das mal an. Die ganze Decke ist hier runtergekommen. Und das ehrlich, ne? Und das trotz Stützpfeiler. Ja, ja. Das ist echt der Wahnsinn, ne? Seht ihr, Leute, da hinten? Was ist denn jetzt das Bild schon wieder so unscharf? Da sind Stützpfeiler, die die Decke festhalten. Da vorne stehen die auch und trotzdem ist die Decke runtergekommen. Das ist echt der Wahnsinn, ne? Ja, das muss ja einen Grund haben. Vielleicht wurde die auch deswegen geschlossen. Man weiß es nicht, ne? Tag, Hubi und Nick. Ulla, Hallöchen. Ja, Leute, für alle, die jetzt dazukommen, bitte das live teilen und liken. Leute, schaffen wir heute die 50k. Jetzt bitte alle einmal auf den Bildschirm mit dem Finger tippen und liken. Dann würde ich mich sehr darüber freuen. Lasst Herzen fliegen. Oder wie die Frauen immer sagen, lasst Liebe da. Liken, liken, liken und gerne auch teilen. Teilt den Stream bitte mit Freunden und Bekannten. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Was machst du das jetzt? Meinst du? Ja, die haben das bestimmt zugeschweißt. Ne? Guck mal hier. Achtung, Videoüberwachung. Könnt ihr das Tor aufmachen? Nein, das geht leider nicht. Das haben wir ja gerade versucht. Dann wäre es für uns leichter, gleich hier rauszukommen. Übrigens, Leute, bitte dranbleiben. Wir zeigen euch gleich noch einen Wohnwagen. Hier auf dem Gelände gibt es einen Wohnwagen, der steht auf. Den zeigen wir euch gleich. Das machen wir aber zum Schluss, aus gutem Grund. Wenn wir nämlich draußen sind, können wir direkt gesehen werden. Aber das ist uninteressant. Hier sagt kein Schwein was. Da hinten steht dieser Wagen da unter der Brücke, Leute. Den zeigen wir euch gleich, den alten Wohnwagen. So. Hier ist Bobby Lost Place. Guten Morgen. Ach, guck mal. Jetzt wissen wir auch, warum wir hier nicht reingekommen sind, eben als wir das versucht haben. Hier. Ja. Guck mal, was die da vorgeschweißt haben. Ja. Die kommen aber auch auf Klöpse, ne? Ja. Viele Taschenlampen. Natürlich haben wir Taschenlampen dabei. Das muss man, damit wir auch den Keller begucken können. Das Problem ist, wir können euch in dieser Location leider den Keller nicht zeigen, weil wir da unten keinen Empfang haben. Und jetzt einen Hotspot da unten zu verlegen, das würde einfach zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das lohnt sich auch nicht, Leute. Ne, das lohnt sich einfach nicht. Aber hier ist das auch so ein bisschen schief mit der Decke, ne? Ja. Ja, aber ne, es ist nicht nachvollziehbar. Ne? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß, wo du bist. JoeyLostPlace.de, das kann ich mir schon vorstellen, dass du das weißt. Dann komm vorbei, können wir ein bisschen quatschen. Der liebe Nick, den kennst du ja schon hier. Ne? Wir haben uns ja vor kurzem an einem verlassenen Krankenhäuschen getroffen, haben auch ein bisschen gequatscht. Kannst jederzeit kommen, mein Lieber. Ein paar Minuten sind wir noch da. Ja, viele Graffitis gibt es jetzt hier tatsächlich nicht, Leute.
Das ist eine ehemalige Wäscherei. Hier wurde damals Wäsche für Krankenhäuser gewaschen. Da hinten ist die Decke schon runtergekommen. In dem Raum ist mit Stützpfeilern so ein bisschen abgestützt. Boah, ist das ein Hammer, ey. Es gibt zwei Eingänge zum Keller. Einmal hier und da hinten ist auch noch einer. Ich würde ja echt gerne den Leuten den Keller zeigen. Das Problem ist der blöde Empfang da unten, ne? Ja, ja. Aber wir können ja mal gucken. Ich kann ja mal Folgendes machen. Ich gehe gleich mal ein Stück runter in den Keller und gebe dir dann den Hotspot und du bleibst am Keller oben stehen und hältst den Hotspot nach oben Richtung Fenster. Mal gucken, wie weit man runtergehen kann. Und dann kann ich auch mal vorsichtig gucken, wo die Typen sind, die wir eben gehört haben. Wenn die überhaupt noch da sind. Vielleicht sind die auch schon wieder weg. Ich weiß es nicht. Boah, hier riechst du diesen komischen Geruch hier. Aber hier waren wir noch gar nicht drin. Komm, wir gehen mal gucken, was hier noch los ist. Oh, guck mal hier. Pissoirs. Mhm. 50.000. Leute, vielen Dank. Bitte gerne weiter teilen und liken. Ja, hier waren die Umkleiden, ne, Umkleide und Duschen vermute ich mal. Da ist natürlich nicht mehr viel von zu erkennen. Aber Leute, ich kann euch sagen, hier in dem Gebäude riecht es nach Chlor. Riechst du das? Das ist dieses klübische Bleichmittel, Chlorbleichmittel für die Wäsche, die hier gewaschen haben. Das riecht man immer noch. Und natürlich hier könnt ihr es mal wieder sehen, hier liegen überall noch Firmenunterlagen rum. Datenschutz ist hier Fehlanzeige. Alter Schwede. Alter, wo sind wir denn jetzt hier gelandet, ey? Pass auf, hier aufpassen, ne, beim um die Ecke biegen. Ey, guck mal hier, kein Lost Place ohne Stuhl. Wie hätte doch anders sein sollen, ne? Ein Stuhl muss es geben, ne? Kühlschrank haben wir auch. Der ist ja sogar mal so halbwegs sauber. Kaum zu glauben, Alter. Da. Guck mal, da liegt eine Klinke. Eine Klinke im Waschbecken. Ja, hier, jetzt sind wir doch wieder hier, siehst du? Hier ist diese andere Treppe und hier ist immer der Empfang so ein bisschen kacke. Wie findet man solche Lost Places? Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man hält die Augen offen. Ja, wenn man unterwegs ist, achtet darauf, wo Bauzäune sind oder sowas. Da fällt das zum Beispiel sehr schnell auf. Ja, man kann auch, wenn man so unterwegs ist, immer ein bisschen darauf achten, wenn ihr irgendwo Graffitis seht oder wenn ein Fenster offen steht oder untereinander kann man sich auch austauschen. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Bibi, guten Morgen. Boah, Alter, das nimmt ja gar kein Ende hier. Guck mal hier. Ja, hier waren auch noch Umkleidekabinen, ne? Ja, getrennt, ne? Männer und Frauen, ne? Und da ist nochmal ein Stuhl. Kein Lost Place ohne Stuhl. Boah, guck mal hier. Alles zerstört. Guckt, oh, Leute, ehrlich. Ich krieg echt einen Bandwurm, ey. Guck dir das mal an hier. Alles kaputt, nur um an die Leitungen zu kommen, ne? Das ist doch nicht mehr normal, sowas, ey. Ich muss leider los. Sari, mach es gut, schönen Tag noch. Heute Abend kommen wir nochmal mit einem Lost Place. Wenn alles gut geht, so zwischen 18 und 19 Uhr. Nur die PU. Das kann sein, dass die heute Abend ausfällt, wegen dem Mückenstich. Der ist bei mir nicht besonders gut verlaufen. Da waren wir jetzt, ne? Da waren wir auch. Waren wir auch da in dem Raum schon? Ja, hier brauchen wir schon den einen. Boah, hier stinkt's, Alter, ne? Hier unten waren wir noch nicht. Ich meine, da. Ja, der Empfang hängt. Leute, das kann leider passieren. Habt bitte Geduld. Ja, im Keller machen wir zum Schluss. Habt bitte ein bisschen Geduld. Das ist in dieser Fabrik, kann es an manchen Stellen leider ja so ein paar Empfangsschwierigkeiten geben. Es ist ja blöd, dass die Tür hier schon, die ist zwar auf, aber man kommt hier nicht raus. Sonst könnten wir mal zu dem anderen Ding hingehen. Ja. Der Empfang ist auch lost zwischendurch. Ja, das ist leider so. Da kann ich aber leider nichts dran ändern, Freunde. Ja.
Hier, da mal, hier könnt ihr euch noch einmal gucken. Hier war damals der Pförtner. Ach ja, das ist ja cool. Du stehst da gerade. Pass auf, ich spiele mal den Pförtner hier. So, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Der Chef, ja, der ist leider nicht da. Der ist im Urlaub. Der liegt auf den Bahamas im Strand. Ne, am Strand mit den Füßen im Sand. Ja, was möchten Sie denn? Möchten Sie Wäsche waschen, Socken putzen, bügeln, trommeln, rommeln? Dankeschön für die Rose. Gut, also Sie möchten nicht viel. Dann gehen Sie mal hoch in die Geschäftsführung und beschweren Sie sich. Ich mache hier wieder zu, ich muss noch ein bisschen essen und trinken. Was ist denn das hier? Guck mal hier. Vorsicht, bissiger Hund. Wuff, wuff, wuff. Ja, Leute, da oben, da waren wir eben, da ist die Geschäftsführung, da gehen wir jetzt nicht nochmal hoch, das habt ihr ja jetzt erst eben gesehen. Ja. Deshalb würde ich sagen, machen wir mal langsam einen Flug Richtung Keller. Ne? Boah, aber hier unten, hier geht es auch nochmal in den Keller. Ne? Ja, ja. Ja, ja, aber meinst du, wir sollten nicht lieber die andere Treppe nutzen, weil hier hängt der Empfang immer so ein bisschen. Siehst du, geht schon los. Lass uns mal in die Halle gehen. Da ist halt mit dem Empfang besser, da ist ja auch noch ein Keller. Produktion. Die Produktion haben wir erreicht. Okay. Alter Schwede, ehrlich. Das ist schon der Hammer, ne? Das muss man ja schon sagen, ne? Ja, und du rennst natürlich schon wieder in das Loch da rein, ne? Ah. So Leute, wir werden jetzt mal versuchen, in den Keller zu gehen. Wie gesagt, ich kann euch jetzt... Nick hat eine Jacke bei über 22 Grad. Ja, der ist verrückt. Der ist einfach verrückt, Leute. Das ist so. Der ist genauso bekloppt wie ich. Ach so, warm ist es halt auch wieder. Ja doch, hier drinnen gehst du kaputt. Ja Leute, der Nick ist halt jackenverrückt. Der zieht bei 50 Grad im Schatten eine Jacke an. Und der Hubi läuft mit Jesuslatschen. Also irgendwie ist jeder ein bisschen verrückt, ne? So, pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich gebe dir jetzt mal meinen Hotspot und dann gehe ich mal in den Keller und versuche mal den Leuten kurz zu zeigen, was da unten Schönes ist. Du musst den Hotspot so ein bisschen hier in der Nähe halten. Mhm. Was ist das denn hier? Guten Morgen, aha. Dann muss ich erst mal gucken, was hier schon wieder los ist. So, hier. Ansonsten wechseln wir uns ab, aber ich gucke erst mal, ob die beiden, die wir eben gehört haben, wechseln. So ein bisschen Richtung Fenster halten. Ich gehe mal runter, ich kann das jetzt besser beobachten. Ne? Habe ich die Lampe? Ja Leute, das ist ein Keller. Ne? Ihr wisstet, da ist nicht so gut der Empfang. Ne? Wir müssen uns jetzt ein bisschen hotspotten. Ach, wo ist das? Ja, ja, keine Sorge. Ich habe mein Pfefferspray schon in der Hand. Keine Sorge, ich passe schon auf. Kannst du dich auf die zweite Stufe stellen? Ne? Guck, du kannst das oben beobachten. Musst du zwischendurch mal einschalten an der Seite, dann siehst du oben 4G. Solange du das siehst und ein paar Balken, ist alles in Ordnung. Weil bei mir lässt der WLAN-Empfang schon nach, obwohl du noch vor mir stehst. Ja, ja Michael, alles gut. Ich passe schon auf. Hier unten stehen übrigens noch Fässer rum. Leute, also der Empfang ist noch da. Ich hoffe, ich kann euch wenigstens einmal so einen Blick zeigen hier. Nick, komm mal so schnell wie möglich runter. Komm mal her. Gib mal den WLAN-Empfang. Hier sind Fenster. Ja, warte mal. Ich gehe mal hier vorne hin und leg mal den WLAN-Hotspot hier ans Fenster. Dann kannst du nämlich hier unten mit mir rumrennen. So Leute, Hotspot, da drin. Den lassen wir jetzt mal hier. Und jetzt schreibt bitte mal eine 1 rein, wenn ihr das alles noch sehen könnt hier. Damit wir wissen, dass ihr den Keller sehen könnt. Dann, sonst laufen wir hier vergeblich rum. Ja, die erste 1 ist da, alles klar, dann läuft das auch. Prima. Also Leute, guckt euch das mal an hier. Datenschutz, Fehlanzeige. Hier liegen die ganzen
ja, was sind das? Geschäftsunterlagen und ja, tausende Adressen. Ich stehe sogar mitten drauf. Das ist mal wieder ganz toll hier. Alter, hier liegen sogar Schlüssel. Guck mal. Ey, das ist doch alles nicht mehr normal. Guck mal hier. Hier liegen tonnenweise Aktenordner. Und hier ist ein Schlüssel. Der passt da, ja. Guck mal hier. Ja, grundsätzlich neugierig, ne? Mal gucken, ob einer passt. Warte. Ja, passt nicht. Nee, passt nicht. Okay, passt nicht. Computertastatur. Hä? Da liegt noch einer. Alter, du hast ja Augen wie. Aber der passt, glaube ich, auch nicht, ne? Warte. Nee, das ist aber auch ein komischer Schlüssel. Der sieht ja ganz komisch aus. Aber den haben wir noch nie gesehen. Das ist so ein super Schlüssel, ne? Okay. Eine alte Computertastatur. Guck mal, hier überall die Firmenunterlagen, Alter. Ich krieg einen an der Waffel, ey. Hier liegen, echt Leute, seht ihr das? Hier liegen überall die Firmenunterlagen der alten Fabrik. Schlüssel? Wo? Noch mehr Schlüssel? Ja, aber der passt da nicht, der ist ein bisschen groß. Der, vielleicht passt der oben auf die Eingangstür, wer weiß das schon. Was ist das denn da? Guck mal, ist das ein Etui mit den ganzen Postkarten oder was? Hier direkt neben dir, da unten. Ja, ja. Also ein Etui mit Visitenkarten, genau. Alter Schwede. Dann ist da alles, was ist das hier? Guck mal. Guck mal hier, was ist das? Alter Schwede, bin ich doof oder was? Das kann doch nicht sein, oder? Warte mal. Alter. Also Leute, wenn ihr wisst, was das hier darstellen soll, dann schreibt das gerne mal in den Chat. Also ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Nee, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Sicherheitsschlüssel, Yvonne, bist du sicher? Okay. Naja, wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen, ne? Alter Schwede. Bedienungsanleitung, aha. Da hinten liegt eine Toilettenbrille rum. Da noch mehr Aktenordner. Ich gehe schon mal raus. Du bist ja noch hier drin, ne? Mhm. Ja, wenn irgendwas ist, aber ich glaube, ich sehe das ja dann auch, dann sage ich sofort Bescheid oder umgekehrt. Ne? Also ich glaube aber, die beiden, die wir gehört haben, die sind weg. Haben sie die Fahrstuhltüren geklaut? Ja, jetzt kommt wieder das altbekannte Problem mit dem scheiß WLAN. Ne? Das ist zum Verrücktwerden. Das Ding steht zwar am Fenster, das Problem ist aber jetzt, ich muss ja hier rein. Ne? Leute, könnt ihr das noch sehen hier? Schreibt bitte mal eine 1 rein, wenn ihr das hier sehen könnt, damit ich mich mal ein bisschen vorwagen kann. Das ist eine alte Wäscherei in Nordrhein-Westfalen. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Leute, wir machen jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt rein. Und sobald ihr bemerken solltet, dass das hängen bleibt, schreibt das bitte sofort rein. Weil ich tatsächlich jetzt nicht weiß, ihr seht ja, da hinten steht der Hotspot. Ich weiß nicht, wie weit der reicht. Aber hier stehen Säurefässer, die möchte ich euch gerne mal zeigen. Wenn das nicht klappen sollte, dann machen wir hier ein Video. Alter. Also Leute, sobald ihr bemerken solltet, dass irgendwas nicht funktioniert, schreibt es bitte. Es fängt schon an zu hängen, aber noch ist doch der Empfang da. Na, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Der Empfang ist aber noch da. Guck mal. Hey, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Okay, wir warten mal ab. Leute, bitte mal eine 1 rein. Läuft bei mir gut. Okay, weiter bitte informieren. Boah, ey, guck mal. Niki, kommst du mal her? Alter, Kumpel. Kannst du mal hier mit deiner Lampe mitleuchten? Meine Batterien werden langsam schwach. Ich habe noch eine
eine zweite Lampe auch. Hast du eine zweite? Ja, ja. Ja, einmal richtig hell machen. Ich kann nicht rein. Der Empfang lässt nach. Muss ja was mal rauskramen. Ja, das macht ja nichts. Läuft gut. Leute, bitte mal eine 1 in den Chat, wenn es jetzt läuft. Und eine 2, wenn nicht. Alter Schwede, guck dir das mal an, Alter, wie groß das ist. Es hängt nicht, es hängt zwischendurch. Ich werde bekloppt. Die einen schreiben, es hängt, die einen schreiben, es hängt nicht. Oh, aber Leute, ich weiß natürlich, wir sind im Keller. Aber der Hotspot liegt ein paar Meter von uns entfernt und der Empfang ist da. Es fehlt gerade mal ein Balken, aber ich sehe natürlich schon, dass der Empfang auf Geld steht, ne? Alter Schwede. Es ist alles gut. Leute, haltet mich mal weiter auf dem Laufenden. Sobald ihr merkt, dass nichts mehr geht, schreibt es bitte rein. Wir versuchen mal, euch das ein bisschen zu zeigen, weil auch ein Keller ist interessant. Das habe ich von Bibi gelernt. Ne? Mhm. Die Bibi hat immer gesagt, geh in den Keller. Die sind interessant und sie hat ja recht. Das Problem ist halt nur, der Empfang im Keller ist immer kacke. Ja, ja, stimmt. Ach, guck mal hier. Läuft super, das freut mich. Ich gehe mal ein Stückchen weiter, Leute. Sobald ihr bemerken solltet, dass nichts mehr geht, sagt sofort Bescheid. Boah, ey, guck mal da hinten, Alter. Boah, ich glaube, Leute, wir drehen auf jeden Fall hier noch Videos hier unten. Versprochen, ihr werdet nichts verpassen. Ja, ich habe jetzt tatsächlich O2, Freunde. Hier unten habe ich tatsächlich O2 mit der Telekom. Geht hier gar nichts. Wir haben immer Ersatzanbieter dabei. Mit O2 funktioniert es etwas, mit der Telekom geht hier leider gar nichts. Alter. Aber jetzt muss ich zurück. Jetzt geht der WLAN-Empfang langsam weg. Ja, tatsächlich ist es normalerweise so, Leute, dass der Empfang mit der Telekom an vielen Locations am besten ist und da wieder O2 nicht funktioniert. Hier ist das jetzt umgekehrt. Ja, der WLAN-Empfang ist noch da. Aber der wird langsam schwächer. Ich versuche mich mal weiter vorzuarbeiten. Alter, da hinten stehen die Säurefässer, aber da, bis dahin komme ich mit dem WLAN-Signal nicht. Nee, da, es geht weg. Ich kann nur bis hier. Ja, weil ich habe noch einen Strich, das bedeutet zurück. Jetzt kommen wieder zwei. Kannst du einmal, bis es so liegt, ganz nach hinten einmal mit anleuchten? Ich muss gleich mal die Batterien eben einmal auswechseln. Hallo, The Lost Ladies. Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, wir sind hier in der verlassenen Wäscherei, Freunde, im Keller. Nicht, dass ihr denkt, warum, was machen die da mitten in der Nacht? Nee. Wir sind nicht im Ausland, wir sind im Keller. Wir drehen auf jeden Fall noch Videos, weil da hinten, da seht ihr da den orangenen Stuhl. Bis dahin reicht der Empfang nicht. Ich komme da einfach nicht hin, Leute. Da stehen diese komischen blauen Säurefässer rum und die sind tatsächlich noch gefüllt. Das ist echt krass, ey. Du musst mal überlegen, ne? Wenn wir hier rein können, ne? Dann könnten schaffen das auch kleine Kinder, ne? Ja, ja. Stell dir mal vor, die gehen da dran. Ja, ja. Ich kann das nicht verstehen, sowas, ne? Echt nicht. Lebensgefährlich. Ja, sicher. Das ist ja das, was ich meine. Die lassen einfach alles immer zurück. Ja, ja. Geht nicht mehr. Ich kann nicht weiter. Das Signal lässt nach. Ich sehe das immer, sobald hier oben gelb anfängt, heißt es aufpassen. Ne? Ich gehe mal ein Stück zurück und guck mal, ob ich in den anderen Keller reinleuchten kann. Also Leute, wir werden auf jeden Fall hier unten noch, werde ich noch ein Video drehen. Das lade ich nachher hoch. Und wenn ihr dann die restliche Wäscherei oben sehen möchtet, die findet ihr dann heute Abend auf YouTube. Den Link gibt es in der Bio. Ihr werdet also nichts verpassen. Wo war denn jetzt der Hotspot? Da, ne? Hier ist noch ein Raum. Ja. Warte mal, was macht der Hotspot? Wo sind denn diese Säurefässer? Die waren bestimmt da hinten in dem Raum jetzt, ne? Oder die haben die mittlerweile weggeräumt. Das kann auch sein, ne? Der Michael von der Lost Place Hunter Crew, bist du noch da?
Der weiß nämlich auch, wo die Dinger stehen. Ich meine nämlich, die stehen da hinten in dem Raum. Was, wo bist du denn jetzt? Ist das schon wieder ein anderer Raum jetzt oder was? Ist das jetzt der von gerade? Ja? Ach so, okay. Was für ein Saustall. Ja, das sag ich dir. Da hinten geht's weiter, guck mal. Ja, aber ich muss aufpassen, das WLAN-Signal ist gleich weg. Ja, das ist groß, ne? Wahnsinn. Ja, ich kann aber nicht weiter. Es geht nur bis hier. Leute, schreibt bitte mal eine 1 rein, wenn ihr uns noch sehen könnt, und eine 2, wenn nicht. Aber es tut mir wirklich leid, ich komme nicht weiter als bis hier. Kacke ist das alles, ey. Hier unten sind eindeutig zu wenig Fenster. Alter, Leute, hier, Öl. Das ist auch Öl hier, ne? Nick, guck mal. Ja. Also ich möchte echt nicht wissen, was in den ganzen Sachen drin ist. Da hinten ist noch eine Tür. Also Leute, wenn wir gleich das Live beendet haben, werden wir hier unten Videos drehen. Ihr werdet nichts verpassen, versprochen. Guck mal da, etherisches Öl 32, neue Generation, Inhalt 20 Liter. Keine Ahnung, warte mal. Ja, da ist noch was drin. Ja, da ist noch was drin. Da auch. Das ist was? Kontrollflüssigkeit. Das ist alles noch voll. Ja, das nicht mehr, aber das hier, guck mal. Warte. Ja, Leute, das ist voll. Das kann man gar nicht bewegen. Alles chemisch. Ja, alles fehlt hier. Hochleistungshydrauliköl. Alter Schwede. Kontrollflüssigkeit. Da hinten steht noch mehr. Ja, ja. Wir müssen auf jeden Fall hier gleich nochmal durch, wenn ich mit dem Live fertig bin. Da machen wir hier noch ein schönes Video. Guck mal, was ist das denn da? Alter, guck mal da. Das ist doch schon wieder so ein komisches Fass. Das ist auch noch halb voll. Siehst du da unten? Das ist noch zum Viertel gefüllt. Öl. Oder? Was meinst du? Alter Schwede. Ehrlich, also da fällt einem nichts mehr zu ein. Leute, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir hier als Erwachsene rein können, ne, in diese Location, dann können das auch Minderjährige. Und die wissen manchmal nicht, was sie tun, packen das Zeug an und dann nehmen es noch schlimmer in den Mund und dann war es das. Da fällt einem nichts mehr zu ein, ehrlich, da fällt einem echt nichts mehr zu ein. Und hier steht überall was rum, guck mal hier, hier auch. Ja. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber das sieht auch schon wieder aus wie Öl, ne? Ja, ja, das ist Motoröl. Aber hier stehen tatsächlich noch so große blaue Fässer rum, vielleicht haben sie die auch rausgeholt. Hier ist noch mehr, Nick, guck mal hier. Hier ist noch mehr. Ja, das Problem ist dieser Empfang. Ne? Keine Ahnung, ey. Weiß ich nicht. Euer Empfang ist supi, super. Bis jetzt ist alles gut. Wir versuchen unser Bestes, Leute. Wirklich. Keine Ahnung, ey. Pass bloß auf, ey. Da ist ein Loch. Alter Schwede, ey, hier ist der Maschinenraum. Ich habe den Maschinenraum gefunden. Guck mal hier. Kannst du mal reinleuchten mit mir? Hier ist der Maschinenraum. Gibt's denn da einen? Nee, die haben den Boden geklaut. Hier kannst du nicht mehr rein. Guck mal hier. Der Boden ist weg. Also runterspringen tue ich da jetzt nicht, ey. Guck mal, kannst du einmal nach hinten leuchten, bitte.
Boah, guckt euch das mal an hier. Risikomotor. Alter Falter. Die haben hier den ganzen Boden geklaut. Guckt ihr das mal an. Und da ist auch keine weitere Tür. Hier bist du lang gegangen und dann da hinten, um hier reinzukommen. Ja, stimmt. Die Gitterstäbe. Das ist nicht tief, aber du musst ja auch wieder raus. Müssen wir uns einen Stuhl besorgen. Ja, ja. Naja, die gibt es ja wie Sand am Meer, ne? Ja. Ey, ehrlich, das ist nicht mehr normal so was, ey. Nee, nee. Also zu manchen Locations, da fällt mir nichts mehr zu ein, ey. Aber wenn man doch so ein Ding schließt, ne? Da muss man aber doch alles rausnehmen. Zumindest das, was nicht gut für die Gesundheit ist, ne? Bitte Fahrstuhltür immer schließen, ja. Wie denn? Die ist weg. Die Tür ist nicht mehr da. Ja, der Fahrstuhl, der will nicht mehr. 9 Personen oder 1000 Kilo. Das heißt, wenn ich da einsteige, darf keiner mehr mitfahren. Oh. Nein, das war jetzt Spaß. So. Ja, Leute, es ist wirklich traurig, aber wahr. Das Leben ist nicht immer leicht. Das kann ich euch sagen. Wo seid ihr? Wir sind in der verlassenen Bäscherei in NRW. Der genaue Ort wird nicht bekannt gegeben. Aber Leute, ich kann euch sagen, wir haben euch jetzt den Keller gezeigt, nur teilweise. Wir werden aber jetzt nach dem Live natürlich weitere Videos drehen hier. Ich werde nicht Videos aus der gesamten Fabrik hier über uns drehen, sondern tatsächlich nur Videos hier unten im Keller. Wenn ihr die gesamte Fabrik oben mit Bürogebäude und sowas dann sehen möchtet, dann müsst ihr heute Abend, spätestens morgen früh, aber ich denke mal heute Abend dann mal in der Bio gucken. Da gibt es den Link zu YouTube. Da gibt es dann die komplette Fabrik samt Keller in voller Länge zu sehen. Und hier gibt es dann nur den Keller zu sehen. Da werde ich in den Videos aber auch nochmal sagen, bitte den Rest dann bei YouTube gucken. Weil wir laufen jetzt hier nicht nochmal durch das gesamte Gebäude. Das würde einfach zu lange dauern. Ne? Leute, das war's. Ich danke euch fürs Zuschauen. Der liebe Nick sagt auch Tschüss. Ja. Wenn alles gut geht, dann sehen wir uns. Ja, wir kommen nochmal live, Bibi. Heute Abend zwischen 17 und 18 Uhr. Ungefähr, wenn alles gut geht, kommen wir aus einem verlassenen Schwimmbad. So, Leute, nochmal, wir sind jetzt raus. Wir machen jetzt hier unten noch schnell Videos und dann... Ach, der Wohnwagen, genau. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ja, weil dann müssen wir raus und wieder rein. Das ist kacke. Dann komme ich gleich nochmal kurz live. Dann gehen wir nochmal live am Beat ein. Weil ich kann jetzt nicht, wir können jetzt nicht raus aus der Fabrik und wieder reingehen. Wir werden draußen am Wohnwagen gesehen. Das ist das Problem. Das können wir nur zum Schluss machen. Dann gehen wir gleich nochmal live. Ich komme gleich nochmal live für 10 Minuten, dann könnt ihr euch den Wohnwagen noch angucken. Weil wir wollen jetzt hier unten im Keller erstmal Videos drehen, Freunde. Und dafür muss ich mein Live beenden. Ihr habt alles gesehen. Wir kommen gleich nochmal schnell am Wohnwagen live. Ich denke mal so in 15 Minuten. Länger werden wir hier unten wohl nicht brauchen. Ne? So, in 15 Minuten kommen wir dann nochmal live am Wohnwagen, Freunde. Dann schaut einfach so in circa einer Viertelstunde vorbei. Wer das noch nicht gemacht hat, einmal Plus klauen, Glocke aktivieren, auf alle Benachrichtigungen stellen. Wir drehen jetzt Videos. Ich sag bis gleich in circa 15 Minuten live vom Wohnwagen. Das muss man ja auch mal zeigen. Ne? Ja. Also wenn schon, denn schon. Ne? Haben die Leute ja recht, haben wir ja versprochen. So, dann sage ich mal bis gleich, ihr Lieben, und tschüss. Und danke, dass ihr dabei gewesen seid. Alter, was machst du da schon wieder, ey? Nick, ehrlich, ey. Ich krieg einen Föhn. So.